Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Zucchini-Suppe. Es wird nicht nur gekocht, sondern es wird auch eingeweckt. Die Zucchini-Schwemme ist ja voll im Gange. Leider in meinem eigenen Garten habe ich dieses Jahr großes Pech mit meiner Zucchini gehabt. Aber eine Freundin von mir, die hat einen Schrebergarten und ist im Moment total in der Zucchini-Schwemme. Und ich freue mich dann natürlich, wenn ich da welche geschenkt bekomme. Was brauchen wir jetzt für die Zucchini-Suppe? Ich habe jetzt 4 Zucchini, 2 sind recht groß und 2 kleinere Zucchinis. Dann habe ich ein Stück Ingwer, 13 Knoblauch, 3 Zwiebeln, 4 mittlere oder kleinere Kartoffeln, 1,5 Zitronen, ich brauche Salz und Pfeffer, etwas Olivenöl und meine selbstgemachte Gewürzbrühe. Das war's dann auch schon. Ich gebe mich jetzt mal ans Gemüseputzen und dann geht's gleich etwas weiter. Etwas Öl in die Pfanne, die Zwiebeln und die Kartoffeln dazu. Das Ganze wird jetzt erstmal etwas glasig angebraten. Jetzt gebe ich den klein geschnittenen Knoblauch und den Ingwer noch dazu. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit püriert und schon mal in meinen großen Kochtopf gegeben. Jetzt habe ich meinen großen Topf auf dem Herd und jetzt kommen da die Kartoffeln mit den Zwiebeln noch dazu. Jetzt gebe ich zu dieser Menge hier 1,5 Liter Wasser. Da muss man immer so ein bisschen variieren, je nachdem, wie viel an Zucchini man hat. Ich habe es ja jetzt nicht gewogen und der eine hat die Konsistenz gerne dicker, der andere hat es halt ein bisschen dünner. Dazu gebe ich jetzt noch einen guten Esslöffel von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe. Oh, ich denke mal 1,5, darf ruhig ein bisschen mehr sein, ist ja immer so lecker. Und jetzt muss das Ganze mal zunächst kochen. Nun kommt noch der Zitronensaft dazu. Das gibt dem Ganzen dann so eine sommerliche Frische. Würzen mit Pfeffer und Salz. Die Suppe hat jetzt gut 20 Minuten gekocht und jetzt gehe ich dann noch mit dem Pürierstab durch. Wenn man die Suppe nachher isst und nicht einkocht, gibt man da gerne ein bisschen Schmelzkäse drunter oder auch Parmesankäse drunter geben. Das schmeckt richtig super. Zum Direktessen verfeinere ich jetzt den Rest der Suppe, denn ich habe hier noch kleine hungrige Mäuler. Einfach ein bisschen Sahne dazu. Hier ist übrigens ein Spiralschneider, den wollte ich euch auch mal gerne zeigen. Da kann man wunderbar mit dekorieren. Da habe ich mir ein kleines Stückchen Zucchini aufbewahrt. Denn Zucchini kann man ja auch roh essen. Da kommen hier wunderbare Streifen. Ein bisschen Parmesan. Käse schmeckt da immer sehr gut zu. Man kann auch Schmelzkäse mit unterkochen, den hatte ich jetzt leider nicht im Haus. Noch ein bisschen Petersilie obendrauf und fertig ist die sommerliche Zucchini-Suppe. Jetzt sage ich euch danke fürs Zuschauen, lieben Gruß hier aus meiner Küche, bis bald, tschüss.